Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. An der Entwicklung von Kampflasern wird bereits seit Anfang der 60er Jahre gearbeitet. Vor allem das Militär interessiert sich für den Einsatz von Lasern als Mittel zur Raketenabwehr und Luftverteidigung. Der Strahl von Laserwaffen bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km die Sekunde und kann feindliche Ziele präzise und schnell treffen. Heute zeigen wir Ihnen die 10 stärksten militärischen Laser der Welt. 1K17 Zatti. Der 1K17 Zatti ist ein selbstfahrendes Laserfahrzeug. Die Plattform verwendet ein MSTAS-Fahrgestell mit einer Batterie von Laserprojektoren, die im Turm montiert sind. Er wurde von der Sowjetunion entwickelt. Das Fahrzeug nutzte einen intensiven Laserstrahl, um die optisch-elektronischen Geräte der gegnerischen Fahrzeuge auszuschalten. Dieser wurde durch Fokussierung des Lichts durch 30 kg künstliche Rubine erzeugt, was die Herstellung des gesamten Systems sehr teuer machte. Die Energie für den Laser wurde durch einen Generator und ein Hilfsbatteriesystem bereitgestellt. Außerdem war er mit einem 12,7 mm NSV-Maschinengewehr ausgestattet, um sich gegen Angriffe von Infanterie und aus der Luft zu verteidigen. Boeing YAL-1. Der Airborne Laser ABL der US Air Force mit der Bezeichnung YAL-1 ist ein Hochenergie-Laserwaffensystem zur Zerstörung von taktischen ballistischen Flugkörpern, das auf einem modifizierten Boeing 747-400F Frachtflugzeug mitgeführt wird. Der luftgestützte Laser soll ballistische Flugkörper in der Startphase unmittelbar nach dem Start aufspüren und zerstören, während sich das Flugzeug in einer Höhe von 12.192 Metern befindet. Eine Reihe von Infrarot-Weitwinkelteleskopen, die über die gesamte Länge des Flugzeugsrumpfs installiert sind, erfasst die Raketenfahne in einer Entfernung von bis zu mehreren hundert Meilen. Der Turm am Bug des Flugzeugs schwenkt auf das Ziel zu, und ein 1,5 Meter langes Teleskopspiegelsystem im Bug fokussiert den Laserstrahl auf den Flugkörper. Der Laserstrahl wird auf die Rakete gerichtet, die innerhalb von Sekunden nach dem Anvisieren in der Nähe ihres Startbereichs zerstört wird. HEL-MD. Das Team des High Energy Laser Mobile Demonstrator HEL-MD von Boeing hat einen Festkörperlaser zur Zerstörung von Mörsern und unbemannten Luftfahrzeugen eingesetzt. Ein Laser vernichtet Ziele innerhalb von 10 Sekunden nach der Erfassung punktgenau, erfasst dann das nächste Ziel und feuert weiter. Der HEL-MD verwendet einen 10 kW Hochenergielaser, der auf einem taktischen Militärfahrzeug von Oshkosh installiert ist. Der Demonstrator ist die erste mobile Hochenergielaserplattform zur Bekämpfung von Raketen, Artillerie und Mörsern, die von der US-Armee gebaut und vorgeführt wurde. Boeing zeigt, dass gerichtete Energietechnologien die bestehenden kinetischen Waffen ergänzen und die Kosten pro Einsatz erheblich senken können. Mit den Kosten für Dieselkraftstoff kann das Lasersystem wiederholt feuern, ohne dass wertvolle Munition oder zusätzliche Arbeitskräfte verbraucht werden. Nautilus. Der taktische Hochenergielaser Tactical High Energy Laser (THEL) war ein für militärische Zwecke entwickelter Laser, der auch als Nautilus-Lasersystem bekannt ist. Der THEL ist ein Hochenergie-Laserwaffensystem, das bewährte Technologien zur Erzeugung von Laserstrahlen, bewährte Technologien zur Ausrichtung von Strahlen sowie vorhandene Sensoren und Kommunikationsnetze nutzt, um eine neue aktive Verteidigungsfähigkeit bei Luftabwehrmissionen zu schaffen. Die THEL-Tests in den Jahren 2000 und 2001, die sich auf die Bedrohung durch Raketen konzentrierten, erwiesen sich als äußerst erfolgreich. 25 Katyusha-Raketen wurden abgefangen und vernichtet. Im Jahr 2005 beschlossen die USA und Israel, die Entwicklung des THEL einzustellen, nachdem das Projektbudget 300 Millionen Dollar überschritten hatte. Der Grund für diese Entscheidung waren seine Sperrigkeit, die hohen Kosten und die geringen erwarteten Ergebnisse auf dem Schlachtfeld. ADAM.
Das Area Defense Anti-Munitions ADAM-System von Lockheed Martin ist ein Prototyp eines Laserwaffensystems, das zur Bekämpfung von improvisierten Raketen, unbemannten Flugsystemen und kleinen Booten im Nahbereich entwickelt wurde. Es entwickelt einen 10 Kilowatt Faserlaser, um seine Ziele anzugreifen. Das ADAM-System dient der Kurzstreckenverteidigung hochwertiger Gebiete, einschließlich vorgeschobener Operationsbasen, und ist so konzipiert, dass es Ziele auf eine Entfernung von mehr als 3 Meilen verfolgen und auf eine Entfernung von bis zu 2,4 Kilometer zerstören kann. Bei Bedrohungen durch Raketen erkennt das ADAM-System die Bedrohung, erfasst innerhalb von Sekunden das Ziel und legt einen Zielpunkt fest. Wenn das ADAM-System einen gültigen Zielpunkt feststellt, feuert es den Laser lange genug auf das Ziel, um die Rakete, das unbemannte Flugsystem oder das kleine Boot auszuschalten. Rheinmetall HEL. Die Rheinmetall High Energy Laser Gun ist ein 30 kW Laserwaffentechnologie Demonstrator in einem modularen Konzept. Ein großer Vorteil der HEL-Effektoren ist ihre herausragende Flexibilität in Bezug auf Eskalation und Deeskalation. Die Ausgangsleistung der High-Energy-Lasergun ist hervorragend skalierbar. Beim Beschuss von zum Beispiel Flugzeugoptiken, unbemannten Laserfahrzeugen, Waffen oder Energiequellen kann der HEL-Effektor ganze Waffensysteme neutralisieren, ohne sie zu zerstören. Mit dem HEL-Effektor Air Defense demonstrierte Rheinmetall die Leistungsfähigkeit von HEL in Luftwaffen-Verteidigungsszenarien. Der 30 kW Laserwaffentechnologie Demonstrator zerstörte in rund 4 Sekunden 5 82mm Mörsergranaten aus einer Entfernung von 1000 Metern. Höhepunkt der Demonstration in Ochsenboden war der erfolgreiche Abschuss mehrerer düsengetriebener unbemannter Flugzeuge. Athena. Das Advanced Test High Energy Asset System von Lockheed Martin, auch bekannt als Athena, ist ein Prototyp eines Laserwaffensystems, das zur Bekämpfung von Bedrohungen aus nächster Nähe und mit geringem Wert entwickelt wurde, wie zum Beispiel improvisierte Raketen, unbemannte Flugzeugsysteme, Fahrzeuge und kleine Boote. Athena ist ein transportables, bodengestütztes System, das als kostengünstiger Prüfstand für die Demonstration von Technologien dient, die für die militärische Nutzung von Laserwaffensystemen erforderlich sind. Er verwendet den 30 kW Faserlaser der Accelerated Laser Demonstration Initiative, Aladdin von Lockheed Martin, bei dem mehrere Faserlasermodule einen einzigen leistungsstarken und qualitativ hochwertigen Strahl bilden, der eine hohe Effizienz und Tödlichkeit in einem Design bietet, das auf höhere Leistungsstufen skalierbar ist. Athena ist eine Weiterentwicklung des Area Defense Anti-Munitions ADAM-Systems, das einen handelsüblichen 10 kW Laser verwendete. LAWS. Das Laser Weapon System LAWS ist eine von der United States Navy entwickelte Laserwaffe. Die Waffe wurde 2014 für Feldversuche auf der USS Pounce installiert. Im September 2014 berichtete die US Marine, dass das LAWS-System perfekt gegen einfache asymmetrische Bedrohungen funktionierte und dass der Kommandant der Pounce befugt war, das System als Verteidigungswaffe einzusetzen. Das LAWS verwendet einen Infrarotstrahl von einem Festkörper-Laser-Array, der auf hohe Leistungen eingestellt werden kann, um ein Ziel zu zerstören, oder auf niedrige Leistungen, um die Sensoren eines Ziels zu warnen oder lahmzulegen. Einer ihrer Vorteile gegenüber Projektilwaffen sind die geringen Kosten pro Schuss. Jeder Schuss erfordert nur die minimalen Kosten für die Erzeugung des energetischen Impulses. Durch das Lasern eines wichtigen Punktes kann LAWS ein kleines unbemanntes Luftfahrzeug in nur 2 Sekunden abschießen. Raytheon HEL. Das Hochenergie-Lasersystem von Raytheon Intelligence and Space nutzen Photonen oder Lichtteilchen, um militärische Aufgaben und den Zivilschutz zu erfüllen. Diese gezielte Energietechnologie ermöglicht die Erkennung von Bedrohungen, die Verfolgung bei Manövern und die positive visuelle Identifizierung, um eine Vielzahl von Bedrohungen abzuwehren, darunter unbemannte Luftfahrtsysteme, Raketen, Artillerie und Mörser. Die HEL-Waffensysteme High Energy Laser funktionieren zu Lande, in der Luft und auf See und bieten eine 360-Grad-Abdeckung zum Schutz von Stützpunkten, Flughäfen, Stadien und anderen hochwertigen militärischen oder zivilen Zielen.
Die offene Architektur des Systems lässt sich leicht an die Anforderungen des Einsatzes anpassen, während unsere robuste Verpackung bedeutet, dass es als eigenständiges System verwendet oder schnell auf einer Vielzahl von militärischen Plattformen installiert werden kann. Der Laser hat die vollständige Installation und Erprobung auf kleinen Armeefahrzeugen sowie auf einem Apache-Kampfhubschrauber erfolgreich abgeschlossen. Peresvet. Der Peresvet ist eine russische Laserwaffe. Die meisten Informationen über den Komplex bleiben geheim. Experten zufolge soll er jedoch die Aufgaben der Luftverteidigung und der Raketenabwehr erfüllen. Die Peresvet-Laserkomplexe befinden sich seit Anfang Dezember 2019 im Kampfeinsatz. Die Komplexe wurden zusammen mit den straßenmobilen Trägern ballistischer Interkontinentalraketen eingesetzt, um deren Manöver zu decken. Der Peresvet-Kampflaser kann erfolgreich gegen unbemannte Luftfahrzeuge eingesetzt werden. Gleichzeitig hängt seine Wirksamkeit direkt von der Umgebungsbedingungen ab. Bei gutem Wetter funktioniert er einwandfrei, aber Nebel, Regen, Schnee und andere widrige Witterungsbedingungen können durch den Durchgang des Laserstrahls stören. In Zukunft werden sie in der Lage sein, Militärbasen und andere Standorte vor dem Eindringen unbemannter Flugzeuge in ihr Gebiet zu schützen. Das war's, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Laser euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.